Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, zum 46. Part. Ist das der 46. oder 47? Ja, ist der 47., ne? Ich weiß das gar nicht. Ach Mensch. Ne, wir machen erstmal weiter. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich wollte noch was erzählen. Ihr wollt noch was erzählen, ja. Aber ich weiß nicht mehr was. Das ist komisch. Hab schon wieder vergessen. Ach man. Ja, von damals erzählen finde ich immer schön. Warte mal. Ich mach erstmal das Dreckrennen noch. Das ist so ein Dreckrennen. Heißt ja nicht umsonst Dreckrennen. So ein Dreckrennen, Mann. So. Danach werden auch mein Auto mal wieder aufbrezeln, das andere. Genug Geld haben wir ja wieder. So. Ja. Ach so, ich weiß, was ich noch erzählen wollte. Stimmt. Das machen wir nach dem Rennen hier. Ich überdrehe dauernd. Das ist nicht schön. Ah! Ich muss hier ein bisschen leise sein hier. Dreh dauern. Das ist halt zu früh. Irgendwie kann ich das heute nicht. Zumindest nicht mehr. Ich weiß nicht. Ja, Dritter will ich jetzt nicht werden. Das ist unschön. Hä, das war doch rot, war doch blau. Das war doch blau! Deine Mutter war so früh geschaltet, das war doch blau. Das war definitiv blau, Junge. Hä? Nö, nö. Das ist Betrug. Das ist mehrfacher Betrug. Nö, mach ich nicht. Ich lass mich nicht verarschen. Haben wir da noch ein Rundkursrennen irgendwo? Das ist gut. Muss ich zwar auch ein bisschen fahren, aber danach machen wir dann Tuning weiter. Mit einem anderen Auto. Ne, aber was ich erzählen wollte, ist ja das, wegen meiner Mutter, die sind nach Rostock gezogen und so und die Wohnung. Hey, cool, dass du unterwegs bist. In der Gegend von Beacon Hill ist was am Start. Keine Ahnung, wo genau, aber du findest die Wohnung, die war halt die meine Mutter halt gekriegt hat. Da war ja noch so ein da war ja die Küche möbliert noch. Anders ging es ja damals nicht. Weil es da voll die alten Schränke gab und alles. War ja alles noch möbliert und so. Und nach ein paar Tagen hat die sich gewundert, warum da Kakerlaken in der Wohnung sind. Am meisten in der Küche. Und hat ihren Kammerjäger gerufen und die haben halt gesucht, wo. Nee, meine Mutter hat den
Nee, meine Mutter hat den einen Küchenschrank aufgemacht. Der hat den einen Küchenschrank aufgemacht. Und da war hinten alles voller Kakerlakenlarven. Entschuldigung für die Leute, die gerade essen. Ich hätte mal vorher eine Warnung rausgeben sollen, aber... Da war halt, alles voller Kakerlakenlarven. So, alles weiß. Und die musste den ganzen... Die musste den ganzen Schrank raus... Die musste den ganzen Schrank rausschmeißen, zum einen, und zum anderen, naja, musste halt ein Kammerjäger kommen und, ich sag mal, alles ausräuchern, sag ich mal. Vor allen Dingen will ich auch mal wieder eine Schokolade essen. Ich habe ja damals eine Schokolade gehabt. Die hieß irgendwie K-Kraft oder so. Das war so eine... Das war so eine weiße... Ich weiß nicht, ich muss noch mal ein Bild raussuchen. Ich weiß das gar nicht so... Da stand so ein komisches K drauf. Und dann so Kraftschokolade irgendwie. Da gab es irgendwie eine Umzugsfirma von... Ja, aber... Das weiß ich aber noch. Diese Schokolade, die hat mir echt gut geschmeckt. Das war so eine Schokolade, die kennst du gar nicht. Ich glaube, das ist auch so eine... Ich glaube, die kommt auch aus Berlin, glaube ich, die Schokolade. Ich weiß das gar nicht so genau. Aber die habe ich echt gerne gegessen damals. Gerade, weil die nicht so alltäglich war. Kein Milka, kein gar nichts. Es war einfach mal eine Schokolade, die du gar nicht kennst. Und die war schon geil. Ich muss da mal ein Bild raussuchen irgendwie. Kraftschokolade. Bestimmt voll nostalgisch, wenn ich die Bilder raussuche. Wenn ich überhaupt Bilder finde. Weil das ist so... Das sind so eine Sachen einfach, wo man sich als Kind dran erinnert. Sogar gerne dran erinnert. Oh, hier kann mich noch erinnern, das ist auch sehr alt. Da muss ich, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre alt gewesen sein. Da war ich bei meinem Opa und bei meiner Oma zu Besuch einfach. Und da gab es so ein, ich weiß nicht, das war kein Lego. Da konntest du das Gebäude so zusammenstecken. Da hast du so ein... So eine Fenster gehabt irgendwie. So eine Fenstersteine. Dann hast du eine blauen Zwischensteine gehabt. Ich weiß gar nicht. Das war kein Lego. Da hast du eine Zwischensteine gehabt. Da konntest du wirklich so Gebäude bauen. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß es nicht. Hast du eine blauen Steine gehabt, da waren Löcher drin. Und diese weißen Mauerteile, nenne ich sie mal, wo Fenster und Türen drin waren, die konntest du dann auf diese blauen Dinger raufstecken. Und dann konntest du so richtige Hochhäuser bauen einfach. Damit habe ich dann gespielt und habe dann da so gebaut und so. War schon geil. Aber ich weiß nicht, was das war. Lego war das hundertprozentig nicht. Das war auch so ein... Ich will nicht sagen minderwertiges Plastik, aber... Ja, es war so ein gegossenes Plastik, so ein bisschen. So wachsmäßig, so ein bisschen. So. Das hat sich angefühlt wie Wachs einfach. Aber das war echt geil. Das war mega. Das würde ich sogar heute noch... Damit würde ich sogar heute noch aus nostalgischen Gründen noch bauen. Definitiv. Aber das gibt's ja nicht mehr. Und wenn nur ganz teuer auf eBay. Ich,
weiß auch gar nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Ich würde das so gerne mal wieder machen, einfach. Aus nostalgischen Gründen alleine schon. Das wäre mega. Oh. Drei von drei Runden. Das soll doch der letzte Part sein, bevor ich die Aufnahmepause mache hier. Ah, oh, Mensch. Das sind so eine Sachen, die man, an die man sich gerne erinnert. An damals. Das ist immer schön. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, so groß war es bestimmt nicht, aber mein Opa, der hat so ein Keyboard gehabt, das war riesengroß. Ich meine, gut, als Kind kommt einem sowieso alles immer größer vor, aber der hat immer Keyboard gespielt, ich habe da immer zugehört und das war so geil einfach. Voll schön einfach, sich daran zurückzuerinnern. So. Jetzt werde ich erstmal wieder mein Auto wechseln. Und dann werde ich mal wieder ein bisschen tunen gehen. Bis ich dann in der nächsten Aufnahmesession, im nächsten Part, dann auch wieder weitermache. Und wo muss ich denn da jetzt hin? Muss ich mal schauen. Wir sind ja schon da unten, dann werde ich mal da hinten hingehen. Da waren wir auch noch nicht. Das hört sich schon geil an, das Auto, auf jeden Fall. Also, hat schon was. Das hat schon was, das Auto. Vom Sound her ist das schon extrem geil. Bin ich schon begeistert. Nee. Ja, das kann man sich auch mal geben. Ja. Also ich erinnere mich gerne zurück an die Kindheit. Das muss ich immer so zugeben. Na gut, wer macht das nicht? Verpasst deinem Auto mit optischem Tuning und einer besseren Hi-Fi-Anlage einen eigenen Style und sorgt beim Rennen für neidische Blicke. So. Das ist Blödsinn, das mache ich noch nicht. Unterboden, ja. Den würde ich sogar so blau lassen. Vielleicht ein bisschen anders ändern, aber... Sonst würde ich sie so blau lassen einfach. Wenn wir Gold posieren, geht auch. Nee. Kann man da auch machen. Koffer... Ah ja, Kofferraum einbauen. Ja, ja, ja. Autoglasfolien. Ja, Perl. Ja, Perlblau wäre auch schön. Perl Aqua ist gut. Scheinwerfer. Blau ist auch gut. Total blau alles. So. Typ 3, Magenta und Blau kann man machen. Hydraulik machen wir auch alles. Eifernagel, machen wir mal hier. So. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ich hab Schluck auf. Schluck auf. Machen wir das dann auch mal so. So. Ich würde alles, also mein Auto würde ich auch alles voller Boxen stopfen einfach. Das wäre Pflicht einfach. Ne? So. Spinners bräunig geteilte Hauben, ja. Ja, ja, ja. Carbon. Ja.
Carbon. Ja, kann man machen. Flügeltüren. Kann man machen. So. Dann haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir noch einen Farbshop. Ein Farbshop. Nennt man das so? Nee. Gibt es ja hier unten nicht. Wen nehme ich denn da? Das hier oben. Zack. Aber der Sound gefällt mir echt. Den feiere ich so ein bisschen. Der ist schon geil. Autsch. Mir das Taxi daher. Das kann nicht wahr sein. Mit dem Taxi will ich noch nicht fahren. Ich habe nur ein eigenes Auto. Auch wenn es bei meinem Fahrstil sehr schnell Schrott geht. Aber noch brauche ich kein Taxi. So, dann fahren wir da hin und dann. Ich will auch die. Die erste Folge, die wir mal schneiden nachher. Und rendern. Mal schauen. Jo. Möchtest du den Shop betreten? Jupp. Machen musst du gewinnen, aber dein Ruf hängt von deinem Style ab. Motz deinen Schlitten so auf, dass dich jeder erkennt, den du auf der Ziellinie versägst. Sag mal, Holzkohle kann man doch in diversen Läden kaufen. Warum muss ich denn Kohle machen? Das ist doch total altmodisch. Ich weiß nicht, der Eistee aus dem Lidl, der ist mega. Boah. Hier ist ja, sozusagen der Schönheitssalon für dein Bad. Ja, Lack würde ich eigentlich so lassen. Ein Einzelstück. Mach ich denn so, ne? Spoiler geht ja eh nicht. Dachspoiler geht auch nicht. Spiegel geht auch nicht. Felgen mache ich sowieso nicht. Bremssättel kann man machen. Mache ich rot. Motorakzente. Mal auch rot. Auch geil. Auspuffblende mache ich auch rot. So. Ja, Vinyls. Hey, Vinyls sind die zweite Haut für deinen Lack. Ja. Also rauf damit. Karosserie wäre auch nicht schlecht, ne? Das wäre geil, wenn man das so machen könnte, einfach. Dann boah, das sieht geil aus. Ich weiß nicht, ich gucke hier noch ein bisschen durch. Nein. Aber das eben sah echt geil aus hier mit dem anderen hier. Ach komm. YOLO. Gut, dann lassen wir das so. Setup kaufen und dann haben wir das doch schon komplett fertig. So. Haben wir denn noch ein Rennen in der Nähe? Das Dude X können wir machen. Das mache ich sogar mit dem hier.
Und wenn wir das Tweet X gemacht haben, mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Wird ja auch mal wieder Zeit. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir das nächste Mal weiter. Zumindest der Zukunftskontext. Den Rest. Ich werde dann gleich noch ein bisschen schneiden und dann... Und dann geht das schon. Sieht nicht gerade gut aus für mich. Und der hat einen Wendekreis wie ein Brötchen. Autsch. Der hat einen Wendekreis wie ein Brötchen, Alter. Muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Ist nicht schön. Hau doch mal ab, Junge. Alter. Autsch. Wenn das Rennen nichts wird, dann lasse ich das und dann machen wir noch mal. Weil das sieht nicht gut aus gerade. Ist ja nicht so. Hat ja auch wirklich wie ein Wendekreis, wie ein Brötchen einfach. Das. Ist einfach. Aua. Ist einfach so, das ist nicht schön. Autsch. Nee, ich. Nee, nee, nee. Das. Das muss und will ich nicht haben. So. Wir gehen jetzt in den Endscreen und dann. Sehen wir weiter. Bis dann. Ciao. Ha, ha, ha. Ist das heiß. Oh. Mensch, der Übergang ist immer so heiß. Genauso wie ich. Hm. Ja, aber Mensch, ist das schon der vierte Teil hier? Der vierte Teil von meinem Kindheitserinnerung. Alter, das kann doch nie wahr sein. Ja, den nächsten Part, der. Da wird mal was anderes angesprochen oder was. Ich hab da. Oh. Das ist ja schlimm. Ich rede nur von mir, das ist ja unfassbar. Aber gut, was soll ich? Ist ja auch interessant. Zumindest manches. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und sonst würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Yeah, games.